Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sumerian Six. Wir sind immer noch dabei, hier ein bisschen aufzuräumen. Jetzt habe ich das abgebrochen. Wollte ich natürlich nicht. Wir werden uns jetzt mal unseren guten alten Alistair nehmen und uns mal um Kollege Schnürschuh hier kümmern. Wie sieht er? Er sieht ihn. In jeglicher Hinsicht quasi. Aber wenn wir hier ein kleines Sprungbrett etablieren. Na komm. Danke. So. Sollte eigentlich passen. Der müsste das zwar sehen, aber ich glaube, die Zeit ist viel zu kurz. Come on, er hat es wirklich gesehen. Sonst klappt es immer ganz gut eigentlich. Sonst klappt das eigentlich immer ganz gut. Achso. Was war das denn gerade? Can you smell your death coming? Sadly, it's just a paralytic agent. So, nochmal bitte. Roger. Okay, wir machen es ganz anders. Pass auf. Reicht das Pfeifen? Oh, das reicht sogar. Okay. Ich habe was gehört. Ach du Scheiße. Er kommt da lang, der Wichser. Weg mit dir. So. Kriegen wir ihn ran? Ne, wir kriegen ihn so nicht ran. Wir könnten aber theoretisch einfach auf ihn zustürmen. Oder wir kommen von hier oben. With pleasure. Mit zum Beispiel ihm. Das sollte eigentlich auch so gut wie niemand sehen, außer die vielleicht. Die hauen aber gleich wieder rein. Come on, story time. So, dann gehen wir hier hoch. You want a story? Here's a story. When I was stationed in Iraq, I adopted a little boy. You're not getting to the point, are you? Training. So. I hope no one finds him here. Wir legen die mal alle hier so hin. I'll clean up after myself. Gut, sie, um sie um ihn kümmern wir uns gleich. Holy shit. So, mach das mal aus. Und du machst mal das hier aus. One down, two more to go. Sehr schön. Können wir die ja nicht da reinwerfen? Oh, wir können die da reinwerfen. Ja, na, wenn das so ist. Oh ne, warte mal. Wo willst du denn lang? Und nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Können wir die nicht hier so von dir? Ich habe eine Geschichte. Nein, will er nicht. Er will es nicht von hier. Nein, okay. Dann lassen wir sie hier liegen. Dann kannst du den eigentlich auch da liegen lassen. Spielt auch keine Rolle letztendlich. So, Wojtek, dich brauchen wir auf jeden Fall gleich. Für diese Schlinge hier. Speichern mal ganz kurz zwischen. Du kannst mal hier hingehen, Rosa. Du kannst dich schon mal in den kleinen Bären verwandeln. Und du. Nein, du bleibst da. Ich möchte ihn haben. Und du gehst mal hier hin. Hinter die Kisten. Und du kommst mal hier raus. Theoretisch. Ja. Oh, ein bisschen Platz, danke. Theoretisch könnten wir nach hier oben gehen, eine Blendgranate werfen. Und dann mit Wojtek die Jungs und Mädels hier einfach töten, weil von vorne können wir nicht kommen, das sehen die. Fair enough.
Und der kommt ja aber nicht hier hin jetzt, oder? Nee. Okay. Aber wir können bis hier gehen. Das sollte reichen. Was hat das für eine Reichweite? Genau, die Reichweite ist nämlich nicht allzu groß. Bedeutet, wir machen ungefähr hier das Ding. Hm? Ja. Die Blendgranate werfen wir auch ungefähr in dem Bereich hier. Dann sollte das passen. Wir warten noch, bis der weg ist. Perfektes Timing quasi. Aber sowas von perfekt. Das ist schon fast nicht mehr knapper ging. So, schmeißt die Dudes mal alle hier so hin. I hope no one finds him here. Wie sieht er eigentlich? Easy. I will pick this one up. Nimm mal noch einen mit. Wir schmeißen ihn mal hier in die Tür rein. Is not that heavy. Sicher ist sicher. Nimm du mal den. Up you go. Und du schmeißt den auch da rein. So, Rosa geht hier. Kollege Schnürschuh kommt mal ein bisschen weiter hier vorne. Hier wäre auch noch eine Tür gewesen. Oh, wir könnten noch hier rüberlaufen. Comfy. Ja, tatsächlich, glaube ich, ganz interessant sogar. Warte mal, geh mal hier hoch, bitte. The Beast Slumbers. So. How can I be of use? Du gehst hier hin. It's now or never. Go on then. Du gehst hier hin. Oder beziehungsweise, nee, geh du mal mit ihm mit. Und du gehst mal da hoch. Okay, wir machen jetzt erstmal die auf dem Dach hier weg. Kann die irgendwer hier richtig sehen? Oder ist das zu hoch? Bin ehrlich, ein bisschen unsicher. Ja. Warte mal, wir müssen erstmal ganz kurz chillen. Wenn ich hier rüber gehe, wo verstecke ich mich hier? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, hier werden wir von niemandem gesehen. Wie weit geht er? Okay, wir können ihn aber hier umbringen. Impossible, I'm afraid. Oh, na, das wird schon. Das wird schon. So. Beziehungsweise. Leg mal das Ding hier hin. Speichern. Sollte eigentlich gut gehen. Das ist er nämlich direkt weg. Dann können wir ihn ranpfeifen. Aua, das hat bestimmt weh, mein Freund. Das hat bestimmt ganz, ganz doll weh. So. Nee, halt. So, genau. Schmeiß ihn mal da hin. Und pfeif mal ein bisschen. So, sobald er kommt, ist er tot quasi. Mhm. Sehr schön. Gut. Dann machen wir mal weiter. Wer geht denn hier durch die Pfütze überhaupt durch? Geht überhaupt irgendwer durch? Verstehst du, was wir hier tun? Ja, ja, verstehen wir. Bestens. Warte, wir müssen ganz kurz auf die Karte gucken, ob wir auch alle XP-Dinge eingesammelt haben. Bisher haben wir. Hier geht kein Schwein rein. Glaubst du, dass wir den Krieg gewinnen werden? Truppenführer Kammler wird dafür sorgen. Wenn du jemanden nicht erkennst, erst schießen, dann fragen. Okay.
Kommen wir da irgendwie vorbei? Nicht wirklich. Ich glaube. Oh, die kann nicht hüpfen, ne? Na, shit. Right. Können wir andersrum gehen? Nee, können wir auch eigentlich nicht wirklich. Dann bleib du erstmal kurz hier stehen. Wir machen mal hier ein bisschen weiter. Wie kriegen wir ihn weg? I can do it. Eigentlich. Alright. Eigentlich wäre was weglocken ganz Gutes, aber sowohl das Pfeifen wäre nicht gut genug und die Spionen haben wir aktuell nicht. Also ist das schlecht. Wir könnten hier noch hochgehen, aber da sind die beiden. Na gut, dann würde ich doch tatsächlich behaupten, wir kümmern uns erstmal. Oh, wir könnten denen einen dicken Elektroschock geben. 4 Stück. Aber natürlich, Herr Kommandant. Bist du zur SS Geistesstärke gekommen? Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Glaubst du, dass wir den Krieg gewinnen werden? Gruppenführer Kammler wird dafür sorgen. I agree. Verstehst du, was meinst du? Ich bin mir gerade unsicher, wie wir das regeln wollen. Wie ist die Situation? Bist du zur SS Geistesstärke vor 2 Minuten? Bombe wäre auch OP. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen erstmal ihn hier raus. Ich glaube, wir machen es. Warum sollen wir es besonders schwierig machen, wenn wir es so einfach machen können? Pass auf, wir machen es relativ simpel. Wir machen es relativ simpel. Need something, love? Wie weit kannst du werfen? Nicht weit genug. How can I help? Hier, pass auf. Du kannst mal eine kleine Flasche dahin werfen. Und dann nehmen wir mit Sid das hier. Hier, Nazi. Zack, einmal rein da. Sehr schön. Dann können wir gleich hinter ihm kommen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, jetzt sieht er ihn. Während die quatschen, sieht er ihn nicht. Der sieht ihn sowieso gar nicht. Okay, ich glaube, damit haben wir unsere Lösung uns schon organisiert. Wir gehen hinter ihn und killen ihn. Und der geht ja dann eh weg. Speichern nochmal. Aber sollte eigentlich klappen. Sollte kein Problem sein. Time to say goodbye. Let's find you a better spot. So, den tragen wir direkt weg. Dann sind wir noch los. Sehr schön. Okay. Das war gar kein Problem. Dann würde ich tatsächlich behaupten, wir haben hier eine kleine Blendgranate. Die eignet sich bestens für einen schicken kleinen Wurf. Und wenn die Blendgranate am Stizzle ist, dann kümmern wir uns um ihn. Speichern. Plan steht. Verstehst du, was ich muss es nicht verstehen. Ich muss meinen Befehlen befolgen. Vorsicht mit dem Geistenstoff. Er ist mächtig, aber gefährlich. Glaubst du, dass wir den Krieg gewinnen? Verstanden, Herr Kommandant. Gruppenführer Kammler wird dafür sorgen. Jo, Rassel. So. Okay, ihr seid ein bisschen verwirrt, das ist kein Problem.
Sobald ihr euch beruhigt habt, kümmern wir uns noch um ihn. Kann er ihn überhaupt sehen? Ne, er kann ihn nicht sehen. Umso besser. Going. So, du wirst mal ein bisschen Leichen auflösen. I'll make it disappear. Sehr schön. That way. Bist du zur SS-Geistesstärke gekommen? Gar nicht. Was zum Teufel, Alarm? Ach, come on, was war das denn jetzt? Wo ist mein Spiel gerade abgestürzt? Holy shit. So, Spiel kurz abgestürzt. Da sind wir wieder. Genau, wir waren dabei stehen geblieben, die hier umzubringen, sobald die sich beruhigt haben. Wir können schon mal hier so ein bisschen lang gehen. Eigentlich sollte das gar kein Problem sein. Die werden sich gleich beruhigen und dann können wir auch hier rüber gehen. So, sehr schön. Keine Ahnung, was eben passiert ist. Tatsächlich. Aber wir wurden kurzzeitig enttarnt. Weil wir kurzzeitig da reingelaufen sind und die ihren Blick dann ganz woanders hingelenkt haben. Mach den mal weg, bitte. Verstehst du, was wir hier tun? I got it. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss nur meine Befehle. So. Allow me to accelerate the decomposition. Glaubst du, dass wir den Krieg gewinnen werden? Ein Traum. Gut. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Hol dir mal das Päckchen hier. This can be useful in the right hand. My hands, that is. Ganz ehrlich? Okay. Wir könnten hier einen Blitz schießen. Der würde alle vier auf einmal töten. Das wäre ganz nice. Zumal wir hier noch ein paar Blitze offen hätten. Ist mir aber ein bisschen zu unsicher. Ich glaube, ich würde mir den Blitz gern aufheben wollen. Wäre eine schwierige Situation. Das können wir hier auch locker mit dem Bären regeln. Ich meine, das sind vier Leute. Warte mal, wie viel? Oh, Hilfe, wo bist du denn? Let's go. Beruhige dich, junge Dame. Wie viel kann er damit angreifen? Ich habe keine Ahnung. Alle Feinde in Reichweite. Ja, okay. Dann. Lass uns mal kurz gucken. Ja, dann kann er hier alle locker töten. Okay. Wie sieht er? Okay, wir können uns quasi bis hierhin bewegen und die einfach platt machen. Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Sage ich jetzt einfach mal so. Pass auf, wir warten, bis er durch ist. Und dann gönnen wir uns den Jungen. Du musst deine Befehle befolgen, in der Tat. Bist du zur SS-Geistesstärke gekommen? So, einfach hier rein. Easy. Easy kill. Was I do much? Gut. I agree. Ich würde sagen, den Blitz würde ich gern hier reinballern. Hier kommt doch gleich noch diese Gruppe. Ne, das war die Gruppe, die wir platt gemacht haben, ne? Oh, schade. Hier hätten wir locker 6-7 Leute, glaube ich, killen können. Ach, wir haben gar keinen von den Dingern. Ah, wir müssen erstmal aufladen, ja, wenn das so ist. Sehr schön. Okay. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann würde ich doch sagen, wir gehen mal weiter. Was ist jetzt der Plan? Wo ist denn eigentlich Kollege? We're not experimenting with Geiststoff, Rosa. But Kamler is. To defeat him, we need to understand his methods. Just say the word.
Okay, wir sollen den Geiststoffbehälter klauen. Die ist da hinten. Kriegen wir hin. Deaktiviere das Sicherheitssystem, öffne die Ventile. Okay, ich glaube, das ist unser nächstes Ziel, oder? Da sind wir am nächsten dran. Wie sieht's mit den Bären aus? Dann könnten wir wieder einen schönen Vierfach-Kill hinlegen. Die sollten uns nicht mal sehen, was? Ich glaube tatsächlich nicht. Speichern mal, aber du musst hier runtergehen quasi. Lass ihn mal kurz killen. Ich glaube, ihn sieht keiner, oder? Nope. Sieht ganz gut aus. Ihr könnt mal hier lang gehen. Hier ist nämlich noch ein kleines Wäldchen. You wanted to know where I first encountered Geiststoff. There was a piece of it in that locket of yours. Only keepsake I have of my biological family. That locket. Oh, you just took find it. How unbelievable. Sehr schön. Alle tot. Mal ein bisschen näher rangehen hier. Müssen wir mal einen kleinen Screenshot machen. So, nimm mal die alle hoch, bitte. Also mal die mal da hinten hin. Und dann kommt hier, glaube ich, der Typ, nämlich auch. So. Okay. Gott, ist das laut hier. Oh, wir können das Ding wahrscheinlich wieder... Oh ne, der geht sogar noch bis hier. Okay, never mind. Können wir das Ding mal deaktivieren. Wir fehlen leider ein paar Sprossen, da können wir nicht hochklettern. I am on my way. Naja, geh du erstmal hier hinten hin, bleib mal hier hinten. Ihr kommt mal alle mit. Going. So, wie sieht der gute Kollege Schnürschuh? Der läuft irgendwo da ganz hinten rum. Okay, eigentlich könnten wir ihn mal quick töten. Mach ich ja mal ganz kurz, sonst können wir nochmal abbrechen. So schnell. Speichern. Die Frage ist, wie sieht er gleich? Je nachdem können wir nämlich direkt platt machen, aber es ist zu laut eigentlich. Ja. Kann er sich als Bär da in die Tür zwängen? Ich glaube nicht, oder? Nee, er kann da nicht reingehen. Okay. Dann gehen wir ganz kurz da hinten hin. Was ist das hier? If it is truly needed to defeat Kamlo, then I shall help. Was ist das? Wollt ihr irgendwie draufballern? Mal, lass mal nach da hinten gehen. Okay, ich glaube, wir können da drauf ballern. Warte mal, ich soll mal ausprobieren. Speichern. Gehen wir ein bisschen schneller. Right on. Du bist gar nicht weit genug gesetzt, das Ding. Leck mich doch. Kann damit eine kleine Kettenreaktion auslösen. So, wie gehen wir da hinten hin? Okay. Schauen wir mal. Ich will es nur mal ausprobieren. Wir können ihn eigentlich locker auch als Bär töten, indem wir einfach warten, bis er hier steht und dann von der Seite hier kommen. Aber ich will nur mal wissen, was passiert.
Hier oben haben wir auch noch so ein Ding. Da könnten wir es theoretisch auch ausprobieren, aber ich will mal gucken, was mit ihm passiert. So, speichern nochmal. Und dann gehen wir mal all in. Holy shit! Ihn hat's direkt aufgelöst. What the fuck? Okay, krass. Ist die Frage, ob wir das so lassen wollen. Tatsächlich würde ich nämlich eigentlich gerne ohne Schusswaffeneinsatz spielen. Ja. Yeah. So. Wo ist unser Bärenfreund hier? Ach so, warte mal. Ach, wir haben das falsche Ding geladen. Was hier müssen wir laden? So. What is it? Wir brauchen auf jeden Fall sie nochmal. Heute muss das mal abholen wieder. Sie muss mal da hingehen. Na komm, geh. Danke. Stell das mal dahin. So. Und sobald Kollege Schnürschuh am Start ist, können wir das nämlich ausführen. Und das stellen wir mal hier hin. So, dann stellen wir uns hier mal in die Ecke. Und dann warten wir mal auf den Bären. Auf den Wolf. Sollte sich nämlich eigentlich ganz gut ausgehen. Wir locken ihn in die Richtung. Und dann greifen wir ihn einfach an. So, dass er aus der Sichtweite von ihm und von ihm verschwindet. Habe ich nicht gesagt, er soll ihn angreifen? Fuck! Hatte doch eigentlich hier einen kleinen Angriff gesettet. Naja, irgendwie scheinbar nicht. So. How is that for eau de toilette? Gib ihm! Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Right. Ready for anything. Ready for everything. Okay. Gut zu wissen. Rein mit ihm. Okay. Mach dich mal klein. Okay, okay, okay. Was ist denn der nächste Plan? Hier oben geht auch so einiges ab. Theoretisch müssen wir da später lang. Hier ist das Ventil. Und wo war nochmal die Kiste? Da hinten. Okay. Wie kommen wir denn da ran? Hier ist eine Treppe. Und da hinten kommen wir auch da lang. Ah, okay, hier oben. Okay, ja gut, wir gehen eh überall lang, weil wir die ganzen XP-Kisten haben wollen. Und daher stellt sich die Frage tatsächlich nicht wirklich, wo wir lang gehen. Wie sieht es mit dem Blitz aus? Ah, der erledigt zu wenig. Der Offizier kann bis da hinten hinsehen. Können wir hier irgendwie hin? Nicht wirklich. Okay. Wir könnten hier eine kleine Explosion herbeiführen. Würde ich aber gern vermeiden, weil ich eigentlich keine Schusswaffen einsetzen möchte. Ich denke mal, es gibt wieder ein kleines Achievement, wenn man ohne Schusswaffen das Ganze durchspielt.
Ich glaube, wir müssen uns hier von hinten annähern. Das heißt, wir gehen den anderen Weg erstmal. Wir könnten hier mit die einem bleiben. Ich denke nicht, dass wir alle brauchen für den Weg da hinten, oder? Also ich denke, wir brauchen auf jeden Fall sie. Ihn auch. Und mit Wojtek brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir lassen Wojtek mal hier hinten stehen. Awaiting instructions. Okay, gehen wir mit ihm auch noch hier lang. So, wir schauen erstmal speichern. Ich glaube, ihn können wir mit Säure platt machen. Also wir sollten wir mehr als genug Zeit haben. Wir gehen mal hier hin. Alright. Wie geht er? Okay, er labert mit ihm. Ja, easy. Easy, dann gehen wir hier gleich rum und dann lösen wir ihn auf. Das sollte gar kein Problem sein. So, einmal hier rum bitte. Speichern. Dann können wir ihn auch mal ein wenig in Geiselhaft nehmen, I guess. Und dann können wir mal unsere anderen Jungs hier nachziehen. Hallo? Geh doch. So, Sid, bring ihn mal bitte um. Dann haben wir das auch. Sehr schön. Einmal auflösen, bitte. Und du bewegst dich mal da. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir werden uns hier hochschlagen. Hier einmal komplett rum. Den schönen Geiststoffbehälter mitnehmen und dann hier die Alarmsysteme ausschalten. Anschließend hier runter. Und dann haben wir es auch schon bald, glaube ich. Hier oben müssen wir noch hin. Aber da... Warte mal, hier oben ist... Naja, das ist das optionale Ziel. Nee, okay, dann haben wir sogar alles schon. Tatsächlich. Okay, cool. Nice. Ja, lasst gerne ein Abo da oder auch einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.